Kinder. Wenn man jetzt von Innenputz redet, dann ist es die Standardversion ist immer der Kalkgipsputz, der Gipszementputz oder der Kalkzementputz. Das sind so die Grundvarianten, die praktisch bei uns in Österreich heimisch ist und die verarbeitet werden. Und wenn jetzt jemand was Ökologisches sucht, ohne Bauchchemie, ohne Gips, ohne Kalk, ohne Zement, dann kommt er zu einem Lehmputz. Es ist der älteste Baustoff überhaupt. Aber die modernen Baustoffe haben einfach die letzten 100 Jahre das Material verdrängt. Aber das ist eine Renaissance und es kommt wieder. Es ist so, dass das Haus ein normales Ziegelhaus ist. Es wird Beuschaum verwendet bei den Fenstern. Aber Sie haben gehört, der Lehmputz ist was Gutes. Das wollte ich auch. Das leiste ich mir. Das ist es mir wert. Ich bin es mir wert, dass ich mir praktisch den Lehmputz leiste. Die Vorteile des Lehmputzes sind vielseitig. Das heißt, im Großen und Ganzen erzeugt es ein super gutes, wunderbares Wohnklima. Das entsteht dadurch, so der wichtigste Punkt vielleicht, oder der am leichtesten erkennbar, ist praktisch die Feuchtigkeitsregulierung. Das ist für jeden leicht erkennbar. Man empfiehlt einen Lehmputz auch im Bad zu machen, nicht in der Dusche, im Spritzwasserbereich, weil das Material trocknet nur aus, das könnte nur wieder runterschwemmen. Das heißt, dort kommt der Fliese rein oder Tadellack, das wäre eine Alternative. Aber an den anderen Stellen kommt der Lehmputz und wenn du duschen gehst, erzeugst du Wasserdampf. Dieser Wasserdampf wird so schnell von dem Lehmputz aufgenommen, also absorbiert, dass nicht einmal das Fenster oder der Spiegel beschlägt. Und diese Feuchtigkeit nutze ich, indem ich es nicht beim Fenster rauslüfte, auch im Winter nicht, sondern ich mache einfach die Tür auf und der Lehmputz von den anderen Räumen holt sich die Feuchtigkeit und verteilt mir das im ganzen Haus. So habe ich einen natürlichen Luftbefeuchter, der nichts kostet und keine Energie verbraucht. Lehm ist ein Produkt, der die Feuchtigkeit zwischen 40% und 60% hält im Haus. Und das ist ein optimales Klima. So um die 50% Luftfeuchtigkeit ist einfach super. Das ist nur ein Punkt. Dann die Luftionisation, die Schadstoffbindung, nicht Allergie auslösen. Ein Baustoff, der praktisch zu 90% auf der ganzen Welt vorhanden ist. Der geringe Energieeinsatz bei der Gewinnung. Ich brauche das Material nur aus der Erde rausgraben, mit dem Bagger oder notfalls mit der Hand. Ich brauche keine große Energie, ich brauche das nicht brennen, ich brauche das nicht erhitzen. Ich kann das in der Sonne trocknen lassen. Ich mische Sand dazu, den es auch gibt, in Hülle und Fülle bei uns. Und schon habe ich einen Baustoff, der sehr wenig Energie verbraucht, Primärenergie. Und das kann man sich einfach nutzen. Es gibt keine Entsorgungskosten. Egal wer das ist, irgendwann müssen wir die heiße Ole einmal zerlegen. Und wenn da jetzt Styroporfassaden drauf sind, das kostet einmal richtig Geld, das zu entsorgen. Dein Lehmputz schmeißt einfach in die Natur raus, in den Garten und das ist ein Dünger. Es bleibt nichts über, das er Geld kostet. Und das ist das Schöne, dass sich praktisch der Naturkreislauf wieder schließt. Das sind so die Vorteile des Lehms. Es gibt praktisch keine Nachteile beim Lehm. Außer, wenn man es als Nachteil sehen würde, dass es mehr Arbeitsaufwand ist, zu verarbeiten. Aber das ist in dem Sinn kein Nachteil, sondern es ist einfach, das Produkt braucht einfach mehr Arbeitsleistung. Um Architekten oder auch Baumeister zu begeistern, würde ich sie einfach einladen, solche Projekte sich anzusehen, vielleicht darinnen zu wohnen, mit den Leuten, die solche Projekte haben, wo man schon Lehmputze gemacht haben, Lehmöfen gebaut haben. Es gibt ja nicht nur einen Lehmputz, es gibt viele Produkte, die mit Lehm zu tun haben, an Stampflehmboden, dass man sich das einfach einmal ansieht und diese Vorurteile dadurch abbaut, dass man einfach das begreift, wirklich, mit Händen begreift und sagt, hey, das ist ein schönes, gutes Material. Das holen wir sich einfach wieder zurück. Die Zukunft des Lehmbaus in Österreich ist auf jeden Fall hoffnungsvoll, weil ich einfach merke, durch die Schulungen, durch die Seminare, diese Weiterbildung, einfach das Material und diese Freude oder dieser Gedanke des Lehmbaus ausgetragen wird und junge Leute das aufschnappen und schon in jungen Jahren Kontakt damit haben und sagen, ja, das möchte ich auch haben. Dieses Bewusstsein, das wird immer größer und dadurch auch die Nachfrage des Lehmbaus und somit, ja, werden wir das einfach weiter betreiben.
Musik.